Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum Animal Shelter Simulator. Wir streicheln hier unsere kleine süße Lilly. Guck mal, wie gut es hier geht. Das gefällt dir, ne? Schön. Schön unterm Kinn. Jawollo. Wir haben im letzten Part unser kleines Katzenreservoir hier sozusagen gestartet. Und das erste Mal ein Tier aufgenommen, das verletzt ist. Und deswegen machen wir uns heute dran, unser Cinnamon, unser neuen Zugang hier, eben zu verarzten. Dafür muss ich jetzt mal gucken, ob ich auf dem hier alles abgeschlossen hatte. Ich bin gerade ein bisschen voreilig. Hatte ich denn hier das Gehege soweit fertig? Natürlich noch nicht. Also, wir müssen das erstmal hier noch fertig machen und dann kümmern wir uns um die gute Cinnamon. Kratzbaum hier noch eben hin. Da, was ist das? Ach, Verband, okay. Eine Katzentoilette, auch die kommt hier wieder hin. Scheißt ungestraft. So, und dann ist 9 Katzentoilette. Für den nächsten Zugang. Die nächste Katze wird ja kommen, ne? Ich frage mich, so rein jetzt aus reiner Logik betrachtet so, wie sinnig ist das, ein Katzenklo draußen in die freie Natur zu stellen? Weil man muss ja mal sagen, wie es ist, wenn es jetzt regnet. Aber guck mal hier, hier ist ein Dach drauf. Okay. Weil wenn es jetzt regnen würde, dann ist das ganze Ding doch eh mit Wasser vollgeklumpt. Dann bringt das doch gar nichts. Aber ist okay. Da ist offensichtlich ein Dach drüber. Und dann geht es schon. Dann mache ich hier eben auch noch einen so einen Kratzbaum hin. Und falls dann doch mal Katzen hier am Start sind, die AA machen müssen. Ich dachte, ich hätte noch ein Katzenklo, aber irgendwie nicht. Gut. Na dann, nicht. Judy. Dann kümmern wir uns jetzt mal um unsere gute Cinnamon. Die wollen wir eben verarzten, damit wir dann mit ihr spielen können. Ja. Jo. Wo ist denn die Kleine? Bist du bereit, meine Kleine? Komm mal her. Lass mal den Knochen liegen. Ich nehme dich jetzt mal mit. Wir kümmern uns jetzt erstmal um deine kleine süße Pfote. Komm her. So, auf in die Klinik. Zack. So. Setz das Tier auf den Operationstisch. Na, da bekommt man doch direkt gute Laune. So. Behandle die Pfote des Tieres mit einem Verband. Mhm. Machen wir. Nicht im Kackebeutel, das ist kein Verband. Ein Verband. 5. So, eben einmal drum wickeln. Sehr schön, das sieht ja toll aus. Nimm ein krankes Tier in dein Tierheim auf. Hab ich doch schon. So, Cinnamon, das war's schon. Dein Pfötchen ist verarztet, dann können wir jetzt ein bisschen spielen, ne? Vielleicht solltest du dich noch ein bisschen schonen, aber guck mal, ich glaube, du musst trotzdem ein bisschen spielen wolltest du, ne? Nö. Muss ich einfach nur erleichtern. Ja, dann tapp's mal ein bisschen rum. Ja. Okay, dann sollen wir als nächstes ein krankes Tier aufnehmen. Hier ist alles leer. Schmeißen wir eben weg. Schön aufräumen wieder, ihr kennt's. Ne? Nicht, dass wir hier Scheiße bauen. Wir sind nicht diejenigen, die hier unser Tierheim verschandeln und verkommen lassen. So, genießt mal ein bisschen die Optik, weil ich eben hier ein Schlückchen Kaffee trinke. Hm. So. Dam, da, dam, dam. Okay. So, dann holen wir uns mal ein krankes Tierchen dazu. Sind wir eigentlich gerade am Vermitteln? Nee, Lilly ist aber schon soweit. Okay, gucken wir mal. Lilly mag keine Kinder im Haus, ist glücklich, intelligent und ruhig und würde sich jemanden wünschen, der Zeit hat. Dann machen wir erstmal ein Foto von der Kleinen. Wie sieht es bei Cinnamon aus? Ist die auch schon vermittelbar? Nee, aber Lilly können wir vermitteln. Warte, dann machen wir erstmal ein Foto. Erstmal ein Foto von unserer kleinen Lilly machen. So. Lilly zeigt... Oh, oh, guck mal, Lilly hat Kacker gemacht. Süß. Nein, was mache ich denn wieder? Ach. So ist gut. Lilly sieht mal süß aus. So. Oh, das war nicht schlecht. Warte mal, mach nochmal. Lass mal so einen Money-Shot machen. Passt schon. So. Okay. Dann gucken wir mal. Ja, das sieht doch ganz knuffig aus. Gut, das Kackklo im Hintergrund, wo so reingeschissen ist. Naja, jetzt nicht unbedingt das
beste Panorama. Aber wird schon gehen, ne? Dann sieht man zumindest auch, dass mit ihrem Verdauungstrakt alles in Ordnung ist. Dann weißt du, das Tier ist gesund, ne? Wer scheißt, dem geht's gut. Das können wir wegschmeißen. Wir nehmen schön das Kackebild. Alter, sogar mit dem grünen Scanstreifen. Ich finde das schon, ist schon viel Liebe zum Detail, muss ich sagen. So, Lili, dann gucken wir mal, dass wir für dich ein neues Zuhause finden. Hm? Laden wir mal das Bild hoch. Ich hätte es ganz cool gefunden, wenn man den Text der Beschreibung selber schreiben kann. Also, dass man die Option hat. Bringt zwar wahrscheinlich gar nichts, weil interessiert eh keine Sau. Aber ich hätte es irgendwie trotzdem lustig gefunden, wenn ich mir für meine Tiere selber einen, einen Text überlegen kann, ne? So, wir sollen jetzt ein Tier aufnehmen, das krank ist. Da, Termin abgelaufen. Dolly, wie süß. Dolly sieht nicht aus wie ein heimatloses Tier. Es scheint, als hätte er sich nur verlaufen. Dolly sollte ins Tierheim gebracht werden, falls seine Besitzer anrufen. Dann nehmen wir Dolly doch mal auf. Und gucken. Hoppala. Ein Tier ist krank. Ja. Hä, was ist jetzt los? Kaufe eine Spritze für die Blutprobenentnahme. Entnehme eine Blutprobe. Schicke die Blutprobe zum Tierarzt, indem du sie in den Kasten außen an der Klinik wirfst. Warte auf die E-Mail des Tierarztes. Okay. Warte, erstmal hole ich Dolly rein. Eins nach dem anderen, ne? Was mir aufgefallen ist, es gibt hier zwar eine Kaffeetasse, die offensichtlich auch gefüllt ist, aber es gibt keine Kaffeemaschine, ja? Und was mir auch aufgefallen ist, es wird nicht Tag oder Nacht. Es ist einfach immer derselbe Tag. Es ist immer Tag. Oh, Dolly, bist du am Kotzen? Oh Gott, Dolly hat sich gerade übergeben. Oh Gott, Dolly ist sich jetzt noch am Übergeben, wenn ich sie durch die Gegend transportiere. Okay, Dolly, warte mal, das sieht ja ganz ungesund aus. Warte mal, meine Kleine, ich packe dich jetzt erstmal hier rein. So. Alter, du bist am Gallern. Von einem anderen Tier besetzt. Ach so, oh, schön den Vomit da rein, lecker. Dolly, setz dich erstmal ab. Essen und Trinken hast du. Ich kümmere mich gleich um dich. Ich muss erstmal eine Spritze kaufen. So, pass auf, dich streichle ich jetzt erstmal lieb. Dolly freut sich bestimmt, wenn sie erstmal ein bisschen was gegessen hat und so, dann wird es schon besser. Manchmal hilft es ja, wenn man was in den Magen bekommt, ne? So, okay. Wunderbar. Jetzt brauchen wir Spritzen. Gibt es was Schöneres als Spritzen? Ich bin tatsächlich, was das angeht, relativ immun. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich kann nur nicht hingucken. Also, ich kann Spritzen kriegen ohne Ende, aber ich kann nicht dabei zusehen, wie man mir so ein Ding reindrückt. Und noch schlimmer, zusehen, wie eine Spritze Blut aus mir herausnimmt. Das geht gar nicht, ne? Das geht gar nicht. Deswegen ist diese Corona-Zeit, wo dauernd im Fernsehen Impfstoffmittel und dann siehst du die ganze Zeit, wie die da irgendwelche Leuten Spritzen reindrücken, ist nicht so meine Welt, ne? Ich kann das zwar ertragen und ich habe da auch gar keinen Stress mit, aber ich kann es mir nicht ansehen. Das geht nicht. Da wird mir ganz, wie sagt man, nur blümerant, ja? So. Wir kaufen jetzt erstmal eine Blutentnahmespritze und davon nehmen wir ruhig 5 Stück, können wir ruhig mal holen. Schön ein bisschen was auf Halde legen, ne? So, Warenkorb und gönn mir. Bestellen. Ich muss sagen, bis auf Annullieren, ich war am Anfang ja etwas nervös wegen der Synchronisation, ob das wieder so eine Vollkatastrophe wird, aber bis jetzt ist mir bis auf Annullieren, was ja schon sinngemäß ist, aber etwas atypisch, nichts aufgefallen. Also an sich läuft es doch soweit ganz gut, oder nicht? Oh nee, ernsthaft jetzt? Ist ja unangenehm ohne Ende, ey. Boah. Okay. Dann würde ich sagen, die Spritze packen wir mal dahin, wo der Verband ist. Und den Verband packen wir weg. Okay. Entnehme eine Blutprobe vom Tier. So, wie siehst du denn sonst so aus? Sonst bist du ja recht glücklich. Dolly. War es denn überhaupt Dolly? Ja, es war Dolly. So, Dolly. Du hast dich offensichtlich mit einem Knochen beschäftigt, um nicht zu vomiten. So, mein kleines Kotzen ist etwas. Dann bringe ich dich mal eben. Muss ich dich überhaupt auf den Klinikstisch packen? Ich glaube nicht, ne? Geht das auch hier? Ich guck mal, ob das hier auch so geht. Ich glaube, das geht auch so. Achtung. Zack! Und einmal in den Arsch gepiekst. Wunderbar. Okay. Das Blut schicken wir jetzt mal weg, indem wir das hier außerhalb der Klinik reinschmeißen. Oh. Poor sending probes. Hund eben in Arsch pieksen. Dann in dieses kleine Röhrchen tun. Das Röhrchen gekühlt, da rein. Die Untersuchungsergebnisse stehen bereits zur Verfügung. Das ging aber sehr schnell. Dann schauen wir mal, was die Untersuchung ergeben hat. Das ist mal wirklich ein Highspeed-Arzt, ne?
Gerade eingeworfen, zack, fertig. Gucken wir mal. Oh Gott. Also das ist von der Cuteness her, ist das ja fast nicht zu schlagen. Das ist ja mega süß. So. ASF That. Testergebnis für Dolly. Gemäß Blutprobe, Krankheit nachgewiesen, Erkältung, Behandlungsempfehlung, Tabletten. Okay. Alles als gelesen markieren. Fertig. Wir brauchen Bluten. Kauft, Bluten, Alter. Wir brauchen Tabletten. Kauft die richtige Medizin und behandle das Tier. Okay. Randa in den Shop. Arzneimittel, Tabletten. Das ist einfach eine Tablette, die hilft gegen alles, ne? Einfach Tabletten. So. Den Warenkorb hinzufügen und los geht's. Dann verabreichen wir Dolly mal ein paar Tabletten. Wird sie sich freuen. Es werden wieder mehr Kisten. Nimm alles. So. Dolly, meine Kleine, ich habe hier was Leckeres. Guck mal, Dolly, hier. Und rein mit dir. Guck mal hier. Lecker, lecker, lecker Tablette. Guck mal, die ist ganz... voll am Kotzen. Ganz lecker ist die. So. Und Dolly ist geheilt. Schalte eine weitere Reputationsstufe. Einen weiteren Reputationsstern frei. Wer lesen kann, ne? Der ist klar im Vorteil. Hier ist alles gut. Hier ist alles gut. Haben wir aktuell eine Katze am Start? Guck mal, die beiden spielen. Ist ja voll süß. Jetzt, wo es Dolly wieder gut geht. Ja, ihr könnt noch ein bisschen rumtollen. Ne? Ich kümmere mich mal eben darum, ein neues Zuhause für euch zu finden. Aber erstmal schmeiße ich den Müll weg. Ne? Ihr kennt's. So, weg damit. Ups. Rein da. Yo. Mann, jedes Mal öffne ich die Scheiße. Haben wir hier eigentlich das Gothic-Phänomen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Na doch, die Kiste verdeckt den Untergrund. Alles gut. Sah gerade so aus, als würde das Haar durchscheinen. Vielleicht tut es das auch. Okay. Ja, dann gucken wir mal, wer jetzt hier aktuell wieder vermittelbar ist. Katzen haben wir gerade keine, ne? Oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich muss mal eben checken gehen. Nicht, dass ich die vergesse. Doch, da. Lilly. Lilly geht es aber soweit gut. Ja, für dich suchen wir auch gerade wen. Warte mal. Kümmere mich erstmal um Lilly. Und dann geht's weiter. Langsam wird es doch jetzt ein bisschen stressig. Jetzt wird es nicht mehr langweilig. Jetzt hat man so drei Tiere, gegebenenfalls sogar schon vier am Start. Dann hat man auf jeden Fall immer was zu tun, ne? So, na, gucken wir doch mal, wie sieht's denn aus. Lilly sucht ja. Also, guck mal, was der Christopher Wolf so anzubieten hat. Er möchte... Das passt auf jeden Fall alles. Glücklich, jawohl. Und intelligent, passt auch. Wenn du jetzt keine Kinder am Start hast und Zeit hast, wärst du perfekt. Das ist mir sogar 25 wert, um mal eben nach Hause zu fahren zu dir. Da fährt der Mitarbeiter eben in seinem Bulli rum mit so einem Fernglas und beobachtet dann, ne? Man kennt's, ja? Man kennt's. Hat Zeit und hat keine Kinder im Haus. Wunderbar, passt. Kannst du haben. So, Cinnamon ist auch schon wieder aufgepäppelt und kann gleich loslegen. Oh Gott, wie süß dieses Bild ist. Also wirklich, Props gehen raus an den Artist oder die Artistin, wer auch immer, die diese kleinen süßen Bilder gemalt hat. Die sind echt cute. Ich mag den Style halt auch. Sieht so knuffig aus. Man will es einfach nur drücken, oder? Einfach niedlich. So. Ja, dann ist unsere erste Katze auch schon... Oh, ich will dich ja gar nicht nerven, aber komm her, Lilly. Ja, meine Kleine. Wird Zeit, hä? Huh? Kommst jetzt in ein schönes neues Zuhause. In ein schönes neues Zuhause. So, ab mit dir. Guck mal, auch so eine geile Transportbox. Renn mit dir. Tschüss, Lilly. So, mal gucken. Also komm, ich bitte euch, Optimord oder was? Besser geht das doch gar nicht. Ding! Sehr schön. Okay, ich weiß gar nicht, wo man sehen kann, wann man die nächste Reputationsstufe erreicht. Also wann ist es denn soweit, dass dann... Ach, in die Statistiken. Wir können mal in die Statistiken gucken. Haben wir noch gar nicht gemacht. Was können wir mal machen?
noch nie am Computer in die Statistiken geguckt, obwohl das Spiel meinte, ist super wichtig. Einer der wichtigsten Orte. So, Statistiken. Regional sind wir auf Platz 4. Da haben wir noch Fateful Hearts, aber ich finde, unser Logo ist einfach knuffiger. Adopt Me, Animal Bay und Second Chance. Das Regional. National können wir noch gar nicht gucken. Name ändern brauchen wir nicht. Sauberkeit 62%. Warum sind wir nur 62% sauber? Wo liegt hier Scheiße rum? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Okay, und ab 1500 ist das nächste Level erreicht. Alles klar. Christoph freut sich, gibt uns mal eben ein bisschen Geld. Nice, danke Christoph. Wo sind wir denn dreckig? Jetzt muss ich mal gucken. Naja, ein Katzenklo ist dreckig. Moment, habe ich ganz vergessen. Dann können wir kurz mal gucken, ist hier irgendwo Scheiße am rumliegen? Da, guck mal, hier hat einer gekackert. Hier hat einer Kacker gemacht. Her damit. Eben einsammeln. Bäh. So, dann habe ich hier noch mehr Kacker gesehen. Oh, musst du dich da hinlegen? Nee, oder? Eklig. So, da noch nicht, aber hier haben wir schon wieder jemanden, der vermittelbar ist. Und dann kümmern wir uns mal eben um die Katzentoilette. Die war nämlich auch dreckig. Räum auf. Geht auch in so einen Fäkalienbeutel. Okay, alles klar. Und weg damit. So, jetzt müsste ja unser Haus ja wieder sehr sauber sein. Direkt mal in die Statistik gucken. Und dann können wir auch mal gleich den nächsten Vermittlungsversuch starten. Ich will jetzt einfach nur mal schauen. Statistik. Sauberkeit 59%. Okay, es ist schlimmer geworden. Was ist denn dreckig, Mann? Ich verstehe es gar nicht. Sieht doch gut aus. Keine Pisse, kein gar nichts. Ist doch alles gut. Kann man das auch wegmachen? Die Blätter oder so? Ist das Dreck? Nö. Ich verstehe es nicht. Na egal, wir werden es rausfinden. So, Dolly ist auf jeden Fall vermittelbar. Das ist die 7. Bist du Dolly? Ja. Oh, perfekt, Dolly. Du wusstest, was passiert, ne? Ja, Dolly hat es einfach geahnt. Und direkt einen Money Shot gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum unser Haus immer noch so schlecht mit, was die Sauberkeit angeht, bewertet ist. Aber du, ne? Das sind irgendwie die Hater, da lassen wir uns jetzt nicht von unterkriegen, ne? Nur weil da irgendwelche Hater-Kommentare geschrieben werden, weil die das meinen, ne? Müssen die ja wissen. So, wir haben gescannt. Wir starten den nächsten Vermittlungsversuch. Und zwar Dolly. Finde ein neues Zuhause. Hochladen. Dolly. Zack. Okay, wie sieht es denn bei Dolly aus mit den Informationen? Erwachsene ohne Kinder zu Hause. In diesem Haus wohnen nur Erwachsene. Okay? Sie ist vertrauensvoll. Sie ist nimmersatt. Berühmt für ihre Natur. Nimmersatz essen häufiger als andere Tiere. Und sie ist sehr leise. Guck mal, Patricia Krause ist schon am Suchen. Patricia möchte keine Nimmersatt. Ja, dann wird das schon mal nix. Ablehnen. Tut mir leid, Patricia, das wird nix. Dolly ist inzwischen, Cinnamon ist inzwischen auch fertig. Dann können wir Cinnamon auch noch ein schönes Bild machen und auch Cinnamon eben schon mal wieder zur Adoption freigeben. Liegt hier noch irgendwo Scheiße rum oder? Ich verstehe es nicht. Vielleicht habe ich immer noch einen Codebatzen übersehen, ey. So, Cinnamon. Oh, warte. 7. Cinnamon. Na, meine Kleine? Ja. Jedes Mal drücke ich Tab. Warum auch immer. Fotomodus mit F beenden und dann 1 drücken. Ja, entspannt bleiben. Seid ihr eigentlich noch beide da? Ich habe irgendwie nur einen Hund gesehen. Ach da, okay, alles klar. Ich war gerade in Sorge. Ich dachte gerade, einer wäre uns abhanden gekommen. Das wäre ja nicht so gut, ne? So, meine Lieben, der Hahn ist am Krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.